Hallo und willkommen zum nächsten Booty Bay Stammtisch. Heute reden wir mal über das Thema zerstört Open World PvP Classic. Mal wieder an meiner Seite der gute Ceralex. Wie hast du denn bis jetzt Open World PvP in Phase 2 ja, mitbekommen? Wie hast du Open World PvP erlebt bis jetzt, Flo? Ja, schönen guten Tag, guten Abend oder Morgen. Ist wieder geil, hier zu sein. Grundlegend, seit OpenPvP rauskam, habe ich einiges an OpenPvP auch betrieben, weil ich eine kleine Gruppe habe, mit der ich täglich eigentlich unterwegs bin. Bin selber jetzt Rang 6 und mir persönlich hat es Spaß gemacht, wobei man merkt halt schon, die Serverpopulation ist einfach nicht ausgeglichen, weil egal in welches Gebiet man geht, sei es Winterspring, östliche oder westliche Pestländer oder auch die brennende Steppe, Sengende Schlucht, Ödland, so die Kante Blackrock, ist es einfach so, sobald Allies gesichtet werden, rennen keine Ahnung wie viele Mann aus verschiedensten Gruppen dahin, um einfach nur easy Ehre abzufarmen. Klar, auf der einen Seite macht es irgendwie Spaß, zu, sag ich mal so, von wegen Jäger und Gejagter zu haben, von der Position her. Mhm. Aber man merkt dann doch, dass es den Allies auf keinen Fall Spaß macht, weil für die beiden gibt es nur die Extreme. Sie laufen alle einzeln rum und werden gnadenlos weggefarmt von jeder Gruppe, die gerade in der Nähe ist. Oder die zweite Variante, sie können nur in 40-Mann-Raids rumlaufen, weil sie sonst einfach selber keinen PvP betreiben können, weil sie einfach gnadenlos in der Unterzahl sind. Und das ist so das größte Problem. Und man merkt halt, man tötet zum Beispiel in der Kapelle des Lichts 2, 3 Ali-Spieler und zack kommt ein 40er Raid an, weil es anders nicht mehr geht. Dann kommen wieder 40 neue Hordler und dann bauscht sich das so auf und am Ende hat keiner mehr wirklich was vom normalen Open PvP. Genau, also wie du es auch gerade schon sagst, lass uns direkt mal nochmal ein bisschen gezielter auf die direkten Probleme von dem Open World PvP eingehen. Ich blende euch gerade mal im Hintergrund noch so ein paar Szenen von uns, beziehungsweise allgemein vom Open World PvP ein. Dann habt ihr auch ein bisschen was zum Schauen für die Leute, die auch nebenbei ein bisschen zugucken wollen. Und wir sprechen einfach mal, ja, wie du es gerade eben schon getan hast, so ein bisschen dedizierter noch über die Probleme. Wie du es gerade eben auch schon gesagt hast, die meisten PvP-Server sind halt, ja, einfach Horde dominiert. Hardstriker vielleicht nicht so ganz, weil es da diese kostenlose Transfers gab. Aber sonst ist es halt einfach schwierig. Also ich möchte gerade nicht in Allianz-Haut stecken und von der Thorium-Spitze in den Blackrock laufen, weil du halt ungefähr 10-mal stirbst. Allgemein hast du es schwierig. Gut organisierte Allianzgruppen natürlich hauen natürlich auch Hordle um. So ist es nicht. Also ich wurde hier auch schon einige Male umgeklatscht, aber ja, unterm Strich ist es schon irgendwie meistens, dass es irgendwie Horde dominiert das Ganze ist. Wo machst du, wenn du PvP machst? Wohin fliegst du? Was machst du oder wo bist du? Also die Gruppe, mit der ich unterwegs bin, wir gehen hauptsächlich in die Gebiete Winterspring, östliche Pestländer und dann hin und wieder mal die Sengende Schlucht, aber so im Großen und Ganzen beschränkt sich das eigentlich eher auf Winterspring und die Pestländer, da es einfach dort am häufigsten zum Kontakt einfach mit Allianz-Spielern kommt, weil auch dort sehr markante Punkte sind, an denen einfach beide Fraktionen einfach sehr schnell und sehr häufig aufeinandertreffen. Welchen Rang hast du? Jetzt aktuell Rang 6 ist das, glaube ich. Ich muss mal gerade nachgucken. Ich habe nämlich heute schon mal kurz gesehen. Nach. Und wie viele Siege hast du? Ah, mal auch so ganz interessant, auch für Leute zu vergleichen. Ja, natürlich. Es ist Rang 5 dann doch erst nur geworden für diese Woche oder nach dieser Woche. Wäre der Rang Rottenmeister. Insgesamt habe ich über das gesamte Open PvP 2365 ehrenhafte Siege, dabei auch zu meiner Schande 19 ruchlose Morde begangen. In der ersten Woche aber halt nicht so schlimm. Zum Glück in der ersten Woche nur. Ja, und wie gesagt, ich habe diesen Rang, also Rang 5, auch wirklich mit sehr wenig Aufwand bekommen, sag ich mal, weil das war wirklich hier mal ein Stündchen, da mal ein Stündchen. Mhm. An einem Tag, an ein oder zwei Tagen mal sogar gar nichts. Und auch wenn ich jetzt auf die letzte Woche gucke, 186 ehrenhafte Siege. Kein ruchlosen Mord, insgesamt knapp 7000 Ehre, Platzierung 528. Und ich kenne Leute aus meiner Gruppe, die diese Woche weit über 60.000 Ehre gemacht haben und auch nur einen Rang weiter sind als ich. Also ja, das heißt halt schon einiges, ne? Ja, man kommt da jetzt auch noch relativ gut hoch, wobei, ja, es kommt dann immer darauf an, wie viele Leute Ehre machen. Wer von euch wissen will, wie das Ehrensystem genau funktioniert, ich verlinke euch natürlich in der Videobeschreibung mein Video da.
schreibe ich das in 10 Minuten relativ entspannt und ein paar Beispiele dazu, relativ anfängerfreundlich. Flo, wie sind die Lösungen dazu? Ganz ehrlich, mir schreiben viele Leute im Discord, auf YouTube, mir macht es gerade einfach keinen Spaß mehr. Ich bin Allianz-Spieler, ich bin Level 55, ich kann nicht mehr leveln. Ich werde dauerhaft umgegankt. Ich will nach BRD, ich muss 20 Mal zu meinem Leichnam laufen, es tut mir leid, ich warte die BGs ab, die jetzt Gott sei Dank am 10.12. kommen. Ich kann so nicht mehr spielen, was ich durch und durch verstehe, wenn ich ganz ehrlich bin. Wie sind die Lösungen? Was passiert? Klar, die gerade eben angesprochenen BGs, aber was ist so deine Meinung? Was muss passieren? Die BGs werden auf jeden Fall jetzt wieder ein bisschen Ruhe reinbringen. Wie sich das im Endeffekt auswirkt, bleibt abzuwarten. Es ist schwer zu sagen. Ich könnte es wirklich beileibe nicht einschätzen. Es gibt Leute, die kommen extra wieder für die BGs. Andere sagen, ich brauche endlich die BGs, damit ich hier weiter leveln kann. Das andere, also es gäbe für mich nur noch sonst zwei Lösungsmöglichkeiten. Entweder wirklich gezielte, kostenlose und fraktionsbezogene Servertransfers, hauptsächlich natürlich dann für die Allianz-Seite, oder halt wirklich Serverzusammenlegung, wie halt jetzt einfach mal als Beispiel genommen die Zusammenlegung von Luzifron und Heartstriker. Aber mehr an Möglichkeiten sehe ich da nicht wirklich. Ja. Das wäre höchstwahrscheinlich noch eine ganz gute Option. Ich meine, man müsste halt gezielte, kostenlose, fraktionsbezogene Servertransfers anbieten. Das Problem ist halt einfach, dass beide Fraktionen, korrigiert mich bitte jemand in den Kommentaren, wenn ich da gerade eben falsch liege, aber meiner Meinung nach kann auf jedem deutschen Server jede Fraktion auf Heartstriker momentan transferieren. Die Horde macht es natürlich nicht, aber auf Heartstriker zum Beispiel ist, glaube ich, ein riesiger Allianzüberfluss. Wenn irgendjemand von euch, der hier gerade eben zuhört, auf Heartstriker oder halt natürlich auch auf Lucifron spielt, schreibt uns mal bitte eure Meinung in die Kommentare unten rein. Wie ist denn gerade bei euch die Lage? Also bei uns auf Dragon's Call geht's irgendwie, weil wir haben, glaube ich, so 60-40 oder also so um den Dreh meine ich zumindest, aber es ist einigermaßen ausgeglichen. Aber naja, ich bin mal gespannt, wie Blizzard da vorgeht, ob sie überhaupt vorgehen und ob die bald kommenden BGs da halt natürlich, ja, sagen wir mal, so ein bisschen Spannung zumindest aus der offenen Welt rausnehmen. Freust du dich auf die BGs? Ich meine, es kommt die Warsong-Schlucht und das alte Raktal. Hast du Bock drauf? Hast du dir schon irgendwas vorgenommen? Willst du AV oder Warsong spielen? Wie ist so dein Eindruck dazu? Grundlegend definitiv auf jeden Fall. Ich will und werde beides spielen. Ob ich das mit meinem Mage oder mit einem dafür extra erstellten Twink mache, bleibt noch abzuwarten für mich. Wahrscheinlich eher erstmal mit dem Mage. Aber grundlegend Bock habe ich definitiv. Und es wird für mich auch und für viele andere wahrscheinlich auch eine sehr willkommene Abwechslung sein. Einfach zu dem ewig gleichen, wir rennen durch die Weltgeschichte und kloppen jeden Ali zu Klump oder beziehungsweise tapezieren den irgendwo ein, sobald wir irgendwas in Reichweite haben. Vor allem, wenn man sich auch dann da nochmal respektive an die Add-ons wie Honor Spy und Spy allgemein, sag ich mal, mit ins Bilde nimmt. Weil in den BGs brauchst du einfach weder das eine eigentlich noch das andere, weil du siehst eigentlich deinen Gegner permanent. Ja, aber sieht man nicht, wenn ich zum Beispiel eine Flagge im Warsong verteidige, dann auf ganz blöd, wenn jetzt ein Schurke ankommt. Ich habe das Addon mir nie installiert, aber das war doch das, oder? Also das könnte man ja trotzdem immer noch abusen. Aber ich halte von diesen Addons sowieso überhaupt gar nichts. Finde die furchtbar. Ich ehrlich bin, also, zerstört halt einfach die Immersion noch mehr. So theoretisch klar, wenn du Spy Classic drin hast und du bist der Fahnenträger und du hast dein Grüppchen um dich rum und auf einmal ploppt dann auf, oh, Rogue in der Nähe, dann kannst du dir sicher sein, spam mal ein bisschen AOE und zack, schon findest du den Attentäter. Und ich muss zu meiner Schande jetzt nicht unbedingt, aber ich muss gestehen, ich habe es auch installiert einfach, weil ich habe versucht, ohne dieses Addon Open PvP zu machen, nur es ist halt wirklich echt ein ultra unfairer Nachteil, den man selber hat, wenn andere dieses Addon haben, dich gezielt finden oder in der, sag ich mal, Range, in der du auftauchst, gezielt suchen und du einfach keine Ahnung davon hast und auf einmal wunderst du dich, warum du schon wieder vom Mount gekloppt wurdest und auf dem Boden liegst.
Allgemein bin ich aber auch der Meinung, mit Kommen der BGs sollten diese Varianten oder wie auch immer solcher Add-ons eigentlich ja verboten werden, beziehungsweise eigentlich direkt abgeschafft werden. Ja, ich meine, Blizzard hat ja schon versucht, indem sie das Combat-Lock, die Range ein bisschen genervt haben, dass sie das Add-on so ein bisschen entgegengehen, aber wie ich gehört habe, hat es nicht allzu viel gebracht. Nein, lass auf keinen aber, Fall. Lass uns aber gleich mal, Entschuldige? Es bringt nichts, auch der Nerf hat nichts gebracht, weil du siehst, wenn wer in der Reichweite ist, der angeflogen kommt oder sonst was, du kannst dich mental vorbereiten, was du gleich zu tun hast. Und das, ich finde, klar, wenn ich reite durch die Pestländer mit 5 weiteren Leuten und auf einmal sehen wir 4 Allies aufploppen in dem Addon und wissen direkt, oh, 2 nach da, einer nach da, einer spielt Bait, was weiß ich, und haben direkt eine Strat parat und sowas alles. Das würde es gar nicht geben, wenn du gar nicht wüsstest, dass sie überhaupt in deiner Nähe sind. Hast schon recht. Irgendwie sollten sie das noch verbieten, aber wie willst du dann sowas indirekt verbieten? Aber ich kenne mich da wahrscheinlich auch zu wenig mit dieser Politik Blizzard und Add-on-Macher oder irgendwie sowas aus. Aber lass uns mal noch ein bisschen auf die BGs eingehen. Es kommt die Warsong-Schlucht und das Altarak-Tal vorzeitig, unabhängig von Phase 3, hat Blizzard jetzt auf den 10.12. vorgeschoben. Ja, wie gesagt, ist halt einfach, um diesem ganzen Gegänke ein bisschen vorzugehen. Und ja, gibt es ein BG, worauf du dich jetzt besonders freust? Also natürlich sind jetzt nur 2, Altarak-Tal oder Kriegshimmelschlucht. Pistole auf die Brust. Wahrscheinlich eher aufs Altarak Valley. Ich hatte selber ja nie die Möglichkeit, das originale, ganz, ganz originale Altarak Valley zu spielen, wobei auch hier wieder die Prämisse ist, es soll ja eine genervte Version rauskommen des Altarak Valleys. Dennoch freue ich mich irgendwie drauf, auch wenn man nicht diesen bestimmten Punkt hat, wo man sagt, boah, das ist geil, 3 Tage am Stück in einem BG zu hängen quasi. Also hätte ich gerne persönlich erlebt. Ich finde es ein bisschen schade, aber es wirklich mal so zu erleben mit NPCs beschwören, die Sammelquests zu machen, die Bunker einzunehmen und so weiter und so fort. Das, was man in Retail überhaupt nicht mehr machen braucht, wird auf jeden Fall spaßig. Und ich kann mir auch vorstellen, auch mit einer 40er-Truppe unserer Gilde einfach mal da reinzugehen, zack, zack, zack. Wir nehmen uns mal einen Tag und sagen, wir melden uns an und dann einfach mal ein Event daraus zu machen. Ob man sich da einfach so einfach in Anführungsstrichen reinqueuen kann, bin ich gespannt. Oder wie da einfach so dieser Queue-Mechanismus von Blizzard ist. Aber ja, wie du es auch gerade eben schon angesprochen hast, die genervte Variante AV oder besser gesagt auch Altarak, oder das Altarak-Tal wurde halt im Laufe von WoW Classic in 3 großen Patches genervt. Einmal wurden, glaube ich, die Wachen, wurde das Leben um bis zu 30% reduziert. Dann der neutrale Friedhof, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, wurde der Boss, wo früher sogar noch eine Quest beinhaltet hat, wurde rausgenommen und. Auf jeden Fall ist es so, dass auf Private-Servern war es wirklich echt nur so, die Allianz und die Horde rennt aneinander vorbei, geht nur noch auf, macht glaube ich noch, nimmt noch 1 oder 2 Bunker mit, nimmt gar keinen Friedhof mehr ein, weil ja, zu viel Zeit und dann spawnen die anderen ja natürlich auch wieder hinten, wenn ich ihren Friedhof einnehme, dann spawnen die anderen, dann spawnt ja die Allianz nicht an dem Friedhof, weil der gehört ja dann uns, sondern an dem Friedhof, an den ich gerade hinrenne. So ist, wer ich meine, du nimmst gar keinen Friedhof mehr ein, du rennst eigentlich nur noch durch und wer schneller ist, hat es gewonnen, weil es am meisten Ruf und am allermeisten Ehre gebracht hat. Ich hoffe und ich bete, dass es nicht so wird, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die ersten 2 Wochen ja noch ein bisschen originaler werden und dann halt auf jeden Fall vielleicht, ich hoffe es nicht und drückt bitte auch alle Daumen, dass es nicht so wird, dass es nicht nur so ein Allianz gegen Horde und jeder rusht aneinander vorbei, Hauptsache genügend Ruf und Hauptsache genügend Ehre. Aber mal abwarten. Lass uns mal, bevor wir noch auf die Kriegshimmelschlucht ganz kurz eingehen, mal noch kurz auf, wie farm ich Ruf oder wie bekomme ich da Ruf eingehen und vor allem so auf die Belohnungen von dem Ruf. Wie ist so deine Meinung? Ja gut, allgemein weiß ich natürlich, dass Altarak Valley Ruffarm leichter ist oder wesentlich leichter als bei der Warsong-Schlucht. Allgemein, ja, Quests abgeben, also die Sammelquests machen, natürlich wie gerade eben angeschnitten, durchrushen, schneller sein als die andere Fraktion hauptsächlich. Ja, es gibt halt nicht allzu viele Methoden, um den Ruf zu farmen. Es sind auch immer nur dieselben Methoden, Ruf zu farmen im Altarak Valley, aber
Aber, gibt schon ein bisschen mehr, entschuldige, dass ich dir gerade so reinkretsch. Aber im AV gibt es schon relativ viele, gibt es ja ein paar Quests, diese Minen-Quest und. Da gibt es schon einige, wo man natürlich auch wiederholbare, wo man schon eigentlich relativ schnell, wenn man es drauf anlegt, doch relativ gut den Ruf bekommt. Also im Gegensatz zur Warsong-Schlucht, wo du echt eigentlich nur reingehen kannst und für Flagge abgeben, meine ich, und natürlich fürs Gewinnen Ruf bekommst. AV ja, geht schon. Irgendwie. Ja, klar, wie gesagt, es ist viel was vielseitiger als Warsong Gulch, aber im Endeffekt wird es ja auch immer wieder dieselbe Methode bleiben, bis man wirklich ehrfürchtig ist. Aber ich sag mal so, was soll man denn machen? Soll man sich wöchentliche Quests ausdenken oder sowas? Das wäre nicht Blizzard-Style, um ehrlich zu sein. Wobei, was mich mehr interessiert, wirklich als tatsächlich, wie komme ich an den Ruf, ist, was bekomme ich für meinen Ruf eigentlich in der Warsong-Schlucht, sag ich schon, in Altrak Valley. Weil ich habe mir sagen lassen, es gibt dort wirklich einige geile Belohnungen. Auf jeden Fall. Also ihr habt da das Mount, ich blende es euch jetzt gleich auch mal ein. Die Horde und die Allianz bekommt jeweils ein Mount. Bei der Allianz ist es ein Widder, oder? Ist es ein Widder, oder? Ich meine, ja. Und bei der Horde, da kenne ich mich besser aus, ist es der Frostwolf. Sehen beide cool aus. Kostet, meine ich, 640 Gold. Ist Reitskill und stufenunabhängig. Das bedeutet, ihr könnt dann da halt wirklich einfach schon mit Stufe 50, wenn ihr den Ruf hättet, dieses Mount schon reiten ohne Probleme dazu. Und jetzt aufpassen, gibt es für Caster und vor allem für Heiler einer der besten epischen Offhands, die ihr damit ehrfürchtig bekommen könnt. Ich blende es euch auch gerade mal ein. Die sind wirklich brutal gut. Also allein deswegen lohnt es sich teilweise schon, die Dinger zu machen. Für die ganzen Melees gibt es Don Julio's Band, einer der besten Midi-Rings, oder die unaufhaltbare Macht. Ein geiler Zweihandstreitkolben. Ich erinnere mich damals noch mit meinem Shami, wie ich das Ding hatte. Ich glaube, mit einer Trefferchance, wenn ihr jemanden trefft, dass der sogar gestunt wird. Ein paar coole blaue Items sogar noch auf respektvoll. Blende ich euch auch einfach mal ein. So ein Speer, eine geile Armbrust, ein cooler Dolch. Ja, für wenn man noch nicht so krass gegiert ist, auch auf jeden Fall eine geile Alternative. So, schaut euch mal die Questbelohnungen an. Ich hau euch mal in die Beschreibung eine komplette Liste rein, was ihr für die jeweiligen Stufen bekommt. Schaut es einfach mal an. So ein Trinket bekommt ihr noch schon relativ früh. Mit dem könnt ihr euch dann immer zurückporten in die jeweilige Stadt der jeweiligen Fraktion, also im Alteraktal. Das Trinket wird dann je nach Rufstufe geupgradet. Ja, poste ich euch aber natürlich auch mal rein. Flo, lass uns noch abschließend ein paar Worte über die Warsong-Schlucht verlieren. Hast du Bock auf die Warsong-Schlucht? Hast du dir schon vorgenommen, 10er-Gruppen da reinzugehen und der Allianz den Hintern zu versohlen? Ja, definitiv. ja, klar, muss. Ich bin ja selber meist mit 5 bis 8 Leuten in einer Gruppe unterwegs, und das heißt, wir werden auch in der Konstellation wahrscheinlich in die Warsong-Schlucht gehen. Ich werde auch generell gerne mit dir zum Beispiel auch in die Warsong-Schlucht gehen. Wollte mich durchziehen. Dann, ja, genau so, definitiv. Ganz alten Casual-Noob. Ja, auf jeden Fall. Nee, aber Bock habe ich definitiv. Wie gesagt, ich finde das AV ein bisschen interessanter für mich persönlich, aber auf beides habe ich richtig, richtig Lust, einfach die Abwechslung zu haben auch, weil es sind ja auch verschiedene Strategien möglich, wie man denn vorgeht wirklich, und auch einfach ein bisschen Fun mit paar Leuten aus der Gilde zu haben, warum denn nicht? Und darum geht's. Es geht ja rein um den Spaß hier alles. Darum geht's. In der Warsong-Schlucht werdet ihr auf jeden Fall nicht so schnell den Ruf voll bekommen, weil es gibt keine wirklichen Quests, die ihr, ja, ich nenne es mal in der Warsong selbst erledigen könnt. Aber ist auch nicht so wichtig. Es gibt schon ein, zwei gute Items, die ihr da am Schluss bekommt. Verlinke ich euch natürlich auch mal in der Beschreibung, also mit der Rufstufe ehrfürchtig. Allerdings ist es nicht so lohnenswert, dass ihr sagen würdet, ich farm nur noch Warsong zu dem kommenden Jahr, und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, auch die verschiedenen Wochenenden, also Warsong-Wochenende und Alterak-Wochenende, und wo man dann, glaube ich, doppelt Ruf bekommt. Ich bin mir gerade aber nicht ganz sicher, vielleicht habe ich das auch gerade nur noch falsch im Kopf, aber ich meine, es wird auch wieder so BG-spezifische Battle Crowns geben.
Ja, schreibt uns auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr Bock drauf habt. Schreibt uns auf jeden Fall mal in die Kommentare, auf welchem Server ihr spielt und wie ihr das Ganze so empfindet. Habt ihr sogar aufgehört und sagt, hey, ich warte bis zum 10.12. Ja, schreibt uns einfach mal eure Meinung zu dem ganzen Thema in die Kommentare. Und Flo, ich würde sagen, wir sind raus und wir hören uns im nächsten Booty Bay Stammtisch wieder. Die letzten Worte gehören dir. Ja, wie gesagt, eure Meinung interessiert nicht nur Manu, sondern auch uns oder auch mich im Allgemeinen auf jeden Fall. Einfach mal so zu wissen, was denkt denn die Allianz über das ganze Thema? Und ja, natürlich auch die Horde. Also ja, jeder, natürlich auch die Horde, aber für uns, wir sind ja selber Hordenspieler, wir wissen es ja. Also ist so ungefähr. Daher, ja, ich würde sagen, wir sind raus für heute. Wir hören uns beim nächsten Stammtisch. Bis nächste Woche, Leute. Wir wünschen euch was. Macht es gut.